Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Monster Sanctuary. Genau, ich habe ja hier letztens wieder in der Festung aufgehört. Und, also in der Festung der Hütter. Und wir haben letzte Aufnahme einiges geschafft. Wir haben unter anderem den Horizontstrand fast auf 100% aufgedeckt. Dann habe ich unerwartet, das ist das richtige Wort, die vergessene Welt ja so gut wie es geht aufgedeckt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Hier unten zum Beispiel, da ist noch eine Blobform, und ja, wie ich hier weiterkommen soll, weiß ich immer noch nicht. Da sag ich ja, ich bräuchte da irgendwie eine Monsterfähigkeit, wo ich endlos fliegen kann. Vielleicht gibt es das auch noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und wir haben unter anderem den Wellenbau kennengelernt, wo ich ja gesagt habe, der ist mindestens so groß wie der Mana-Baum aus Secret of Mana. Und wir haben den eisigen Raum entdeckt, wo natürlich ein... was ist das auch? Ein Monsterhüter im Eis eingesperrt war. Wir haben ihn natürlich befreien können. Und dann mussten wir erstmal gegen ihn kämpfen, um irgendwas zu beweisen. Und ja, dann gab es ja hier unterhalb des Weltenbaums, ich glaube, das war sogar hier der Raum, da gab es nochmal einen Boss. Da habe ich mir auch extra nochmal den Namen aufgeschrieben. Der Boss hieß Dracoma. Und ich habe das immer noch nicht gefunden. Ja, aber ist nicht so schlimm. Irgendwann werde ich es hoffentlich noch finden. Und ja, als nächstes, meine Lieben, habe ich ja gesagt, bevor ich als nächstes jetzt die Magma-Kammer aufdecken möchte, möchte ich jetzt allerdings erstmal zurück zum Sonnenpalast, denn wenn ihr euch entsinnen könnt, da gab es eine Stelle, wo man die wo da die unsichtbaren Plattformen waren. Mach ich immer schnell. Ja, ich habe mein Team wieder ein bisschen umgeändert. Jetzt habe ich auch einen Drachen im Team. Yay. Ja, und die habe ich ja jetzt, die Fähigkeit. Wie man das jetzt knackt, weiß ich immer noch nicht. Da muss man so schnell sein. Ach ja, stimmt. Und hier komme ich ja jetzt heran. Ah, die Monster räume ich hier mal ein bisschen auf. Ach, scheiße. Ich würde den Flächenplan Anker machen. Donnerschlag macht nur auf einen Gegner. Okay. Donnerexplosion auf alle. Gut. Ich glaube, so hoch komme ich nicht, ne? Nein. Ist aber nicht so schlimm, denn so habe ich jetzt die Möglichkeit, so ranzukommen, zwei Mannen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt mache. Muss. Jetzt. Nein, das war ein bisschen... Nein. So. Ich glaube, jetzt ist die andere Wand da auch weg, ne? Ja. Jawohl. Sehr schön. Was konnte der Pilze als Fähigkeit nochmal? Öffnet magische Ranken. Und Monsterbegegnung mit Monsterbänden. Ja, naja, okay. Das brauche ich jetzt nicht. So, das war das. Genau.
Jo. Einfach mal auf die Gegner drauf springen. Drück zu schnell. Ich würde den Flächenschaden verursachen. Explosiver Stoß. Da macht Casey das halt. Ist auch nicht so schlimm. Jawohl. So, ah ja, im nächsten Raum ist das auch schon. Dann nehme ich schon mal ein Monster. Genau, lässt unsichtbare Plattform erscheinen. Sehr schön. Und das sind sie auch. Sehr schön. Ich kann eine äußerst mächtige Präsenz in diesem Raum spüren. Es ist ein Champion-Monster, aber es ist sogar noch stärker als gewöhnliche Champion-Monster. Mach dich bereit. Klingt interessant. Ach, das... Ja, das habe ich ja auch schon. Jawohl, da habe ich ja schon. Mach mal Steinring. Jo, hat Treffer. Und habt sogar das Ei bekommen. Wow, 22.000. Und hier sind wir Hüter-Champion geworden. Sehr schön. So, das war das. Gab's hier sonst noch irgendwie was? Versteckte Räume wahrscheinlich nur. So, genau, dann wollte ich ja jetzt auch noch einen Schneegipfel, den oberen Teil noch machen, aber ich bin ja gerade hier nebenan. Bei dem blauen. Ich glaube, ich mache erstmal die blauen Höhlen. Ja. So, diesmal nicht Krallen, sondern Schattensturm. Jawohl. Gut. Genau, weil da gab es ja auch zumindest eine Stelle, wo da ein Strudel war. Und warum? Ach, Gottchen. Ja, die Kiste habe ich übersehen. So. Erstmal gegen die kämpfen, genau. Schattensturm. Kunai. Waffe. So, warum konnte ich da jetzt nicht weiter... Achso, ja. Die Fähigkeit habe ich immer noch nicht freigeschaltet, ne? Doch, lässt Felsen schweben. Okay. Ja, dann sieht das so aus. Fortschritt! So, was gibt's hier? Wow, das Ganze nur für zwei Kisten. Super. Oh, da gibt es hier vielleicht doch noch mehr. Nö. Schade. Die Animation sieht cool aus. So, das war das. So, dann einmal nach oben und dann nach rechts. In den großen Raum rechts von uns, da war ja auch noch eine Stelle. Ich glaube, das war sogar mit dem Strudel. Da konnten wir ja noch nicht weiter, weil wir da noch nicht die Fähigkeit hatten, gegen Strömungen zu schwimmen. Jetzt habe ich die ja. Was ich sehr gut finde. War das jetzt hier? Ja, hier war das. So, was gibt es denn hier? Auch nur zwei Kisten, Kristallsplitter und ein Schubstein. Gibt es hier irgendwie mehr? Nein, okay, das war
das. Okay, rechts von uns, da war auch noch irgendwie was. Na, da muss ich jetzt einen kleinen Umweg gehen. Aber es sind hier schnell da. Hat er auch eine Gegenströmung? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ganz schnell nachgucken. Fungis. Ganz schnell down sind. Ah, lol, warum habe ich das hier nicht weiter aufgedeckt? Hm, komisch. Das hätte ich schon längst alles haben können. Toll. So, gibt's sonst noch irgendwie was hier? Nee, blauen Höhlen sind jetzt auf 100% aufgedeckt. Schön. So, dann gehe ich jetzt nochmal zu den Schneegipfeln. Und wenn wir das erledigt haben, dann mache ich weiter bei der Magma-Kammer. Genau. Moment. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Moment. Schaffe ich das? Nee. Dann muss ich halt so gehen. Ist ja nicht so schlimm. So, dann waren... Opa, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. So, da muss ich... Oh, da muss ich aber ein schönes Stück nach oben. Ach, über uns direkt... Ah ja, da haben wir ja was entgegenzusetzen. Kommst du? Ach, das sind doch Ziegen. Genau, die C-Ziegen. Schön. Bloß natürlich verschoben. Sonst sind die normalerweise dunkelblau. Und den kriegt man auch hochhell. Interessant. Silber. Oh, ein Champion. Dracozuhl. Ja, die habe ich aber schon. Gefrorene Träne. Eisstein. Was? Jo. Moment. Gibt's da noch irgendwie was? Nö. Okay, also das war nur ein Bosskampf. Ein optionaler Bosskampf, muss ich dazu sagen. Erstmal Skillpunkte verteilen. Ja, das habe ich hier schon offscreen gemacht. Hexerei Level 2 im gesamten Team Zauberei und 2 zu den Monstern auch kanalisieren. Sehr schön. So, Casey, du bekommst jetzt Witchhack Level 4. Ja, tut immer mehr weh. Und Verkapseln Level 4. Schön. Blattschnitzer Level 4. Und du
bekommst Schneeschleier Level 2. Und du bekommst Kaskade. Die Stärke aufeinanderfolgender Treffer einer Fähigkeit erhöht sich kontinuierlich um 5%. Für einen Angriff mit 4 Treffern 0 plus 5 plus 10 plus 15%. Okay. Gut, das war das, aber ein bisschen können wir noch aufdecken, das wollte ich gerade sagen. Und das werden wir jetzt auch tun. Naja, hier muss ich wieder schnell sein. Ach ja, Moment. Jetzt kann ich ja auch große Blöcke erschaffen. Mit dem hier. So, und dann brauche ich nur eins, das ja, oder so. Zwei Mangos. Oh Gott, wie soll das gehen? Ach so, okay. Schubstein. Gut. Das war das. Oh, die sind blau, schön. Und ich habe einen roten. Jo. Oh, Muschel plus 3. Nicht schlecht, Herr Specht. So, und da konnte ich, glaube ich, nicht weiter nach oben gehen, weil mir die Fähigkeit gefehlt hat, höher fliegen zu können. Genau. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank die Fähigkeit. Ich habe das schon gesehen mit der Plattform. Oh, Moment, da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken. Aber auch das ist schaffbar. Und was ist da drin? 5000 Goldmünzen. Wow, das Ganze nur für Goldmünzen. Wow. Komme ich da oben hin? Ja doch, eigentlich müsste ich, aber ich glaube, da ist nichts, ne? Doch. Ein Zepter. Ui. Okay, so, dann habe ich das auch aufgedeckt. Ja. Dann kann ich jetzt erstmal, ja, kann ich jetzt eigentlich zur Magma-Kammer. Von der Seite weiß ich, von der Seite, oder? Nee, Quatsch, das war da. Das war ja hier oben, oder? Und auf der anderen Seite der Schalter war, genau. So, das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt schnell zum Teleportationskristall hingehen, also Schnellreise. Ja, das war toll. So. Obwohl, ne, Moment mal, ich bin ja gerade hier. Ja, die Schneiderin, da habe ich ja immer noch nicht das bewusste Material, aber hier, da kann ich nochmal. Die wollte doch auch irgendwie ein Dodo-Ei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das habe ich ja. Genau. Komme ich jetzt was mit dir? Super. Welche Art Dodo-Ei würdest du gerne transformieren? Das Schauköpfe-Ei mit dem entsprechenden. In Ordnung, tritt zurück. Ich leite den Schauköpfe-Vorgang ein. Wow.
Der Vorgang ist abgeschlossen. Schockköpfe-Ei erschaffen. Okay. Wir haben es wirklich geschafft. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es funktionieren würde, da ich noch nie die Gelegenheit hatte, ein ausgestorbenes Monster wieder zum Leben zu erwecken. Du hast etwas Großes vollbracht. Dank dir gibt es eine neue Monsterspezies in der Zuflucht. Die Monsterwissenschaft dankt dir für deine Dienste. Nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Okay. Wenn du möchtest, kann ich noch weitere Dodo-Eier für dich in Schockhüpfe-Eier transformieren. Okay. Schockhüpfer, ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Ah doch, das sind die Pinguine. Doch, die habe ich schon. Ah, doch. Habe ich schon.